Hallo und herzlich willkommen zurück bei Diablo 2 mit der Zauberin im Hardcore-Modus. Wir befinden uns am Anfang von Akt 3. Wir haben die erste Quest schon erfüllt, der goldene Vogel. Die zweite Quest wissen wir noch nicht, was das genau ist. Und die dritte Quest, Kalims Wille, haben wir schon angefangen. Wir haben gerade aus der Höhle hier sein Auge geholt und als nächstes müssen wir in den Schinder-Dungeon, der ist im Schinder-Dschungel, nehme ich an, und dort suchen wir nach Kalims Gehirn. So, was wir auch noch nicht haben, ist der Wegpunkt vom Spinnenwald. Den hätte ich natürlich ganz gerne. Aber man weiß ja nie, wo die immer sind. Deswegen suchen wir die einfach mal. Ja, gut. Ich habe tatsächlich das letzte Mal nur die eine Folge aufgenommen. Deswegen ist das jetzt schon wieder eine neue Aufnahmesession. Das heißt, nicht wundern, wenn euch kleinere Ungereimheiten auffallen, wie zum Beispiel der EXP-Balken oder so. Ich muss halt hier nochmal hinrennen. Ah, also ich habe jetzt nicht irgendwie offscreen gelevelt oder sonst irgendwas. Ich bin da einfach nur einmal langgelaufen. Ich wollte einfach nicht wieder in der Stadt anfangen und das dann wieder dahin laufen. Nein, ich wollte eigentlich quasi mehr oder weniger nahtlos übergehen. Ich habe mir tatsächlich extra nochmal das Ende der letzten Folge angeguckt, um zu gucken, wo ich denn gestanden habe und habe mich ungefähr genauso wieder hingestellt. Also ich habe versucht, das ein bisschen zu türken, aber ich will euch ja natürlich nicht belügen, deswegen erzähle ich euch das jetzt auch. Ja, was hat sich sonst getan? Ich habe ein bisschen an meinem Audio geschraubt wieder. Ich hoffe jetzt endlich, dass es vorbei ist damit. Mein ganz großes Problem mit der Audioqualität ist nämlich folgendes. Ich habe die Hardware-Möglichkeiten, die Software-Möglichkeiten habe ich ja soweit. Nur ich höre es einfach selber so schlecht, weil ich nicht unbedingt gerade die besten Ohren habe. Ich kämpfe schon mein ganzes Leben damit, dass ich ein bisschen schlecht höre. Also es ist keine richtige Schwerhörigkeit. Aber ich sag mal so, ich kann jetzt nicht die Feinheiten so unbedingt ganz gut hören. Oder auch eben orientiertes Hören oder so. Manchmal überlege ich so, von wo kommt das jetzt? Ist ein bisschen schwierig so. Und das ist bei solchen Videoaufnahmen eben auch schwierig. Ich kenne meine Stimme von meinem eigenen Sprechen her. Ich weiß, wie ich mich anhöre. Ist aber dann halt eben in der Aufnahme völlig anders. Ich denke mir so, oh ja, das klingt ganz gut. Und dann kriege ich dann eben zu hören, so, Alter, du klingst irgendwie, weiß ich nicht, ganz seltsam. Um dem Abhilfe zu verschaffen, habe ich jetzt tatsächlich ein neues Plugin mir für mein Aufnahmeprogramm besorgt, wo ich einen Equalizer zusätzlich noch habe, an dem ich ein bisschen rumgeschraubt habe. Ich habe mir diverse Tutorials angeguckt, wie das Ganze funktioniert. Hier ist übrigens der Wegpunkt. Ich hoffe, dass man meine Stimme jetzt gut hört. Für mich klingt sie super. Also die Sprachaufnahme klingt bei mir jetzt total toll. Also für mich selbst zumindest. Sogar so, dass ich jetzt das nicht mehr nachbearbeiten werde, was ich sonst immer tue. Dementsprechend habe ich halt eben den Game Sound beim Aufnehmen halt auch runtergeschraubt. Das sind quasi so die Settings, die man haben sollte, wenn man streamt. Im Groben und Ganzen. Also was jetzt haben sollte, also die ich theoretisch haben müsste, um streamen zu können, was ich vielleicht demnächst auch mal wieder tun werde, ohne dass sich das Ganze grauenvoll anhört. Ja, aber ich, wie gesagt, ihr könnt mir ja gerne noch mal reinschreiben, wie sich das so entwickelt hat, ob sich meine Stimme jetzt schlimmer anhört, ob sich das besser anhört. Der Ingame-Sound ist der Ingame-Sound, da kann ich nichts machen, ne? Wenn sich das kratzig anhört, dann ist das im Spiel wirklich so, weil es halt eben älter ist. Bei den neueren Titeln ist es dann nachher anders. Das sieht man ja ganz gut bei Zelda, was gerade läuft. Da ist der Ingame-Sound, der ist ja kristallklar. Also ich höre da nichts, wirklich nichts, was irgendwie seltsam ist. Das Mikrofon, was ich habe, ist jetzt auch kein wirklich schlechtes. Es ist kein High-End. Also es ist kein 200-Euro-Mikro oder 150-Euro-Mikro, sondern halt eben 50-Euro-Mikrofon. Es ist ein Kondensatormikrofon, was halt meiner Meinung nach die Zwecke erfüllt. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, ich finde, dass ich eine sehr helle Stimme habe. Und im Vergleich habe ich mir das bei diesen Tutorials auf YouTube angeguckt. Die Leute, wenn man sich den Equalizer so anguckt, man sieht ja die verschiedenen Bandbreiten, also wo welcher Ton gerade ist quasi, beziehungsweise welche Frequenz welcher Ton hat. Und ich dachte eigentlich, durch meine helle Stimme müsste ich ja im sehr hohen Bereich halt viel Ausschlag haben, habe ich gar nicht. Und da stellt sich halt die Frage, also halt im Verhältnis zu dem, der das Video da gemacht hat, der hat halt so um die 15.000 Hertz hatte er noch Ausschläge, die hatte ich alle gar nicht. Wo ich mich dann frage, so okay, ist meine Stimme vielleicht doch nicht so hell oder kann das Mikrofon das einfach nicht so wiedergeben? Das heißt,
klingt meine Stimme einfach etwas stumpfer durch das Mikrofon selbst. Da müsste ich vielleicht mal gucken, mir vielleicht doch mal ein teureres Mikrofon kaufen, was ich echt ungern möchte. Aber das sehe ich dann, wenn es soweit ist. Ich warte erstmal auf euer Feedback, was ihr so sagt, wenn mir das überhaupt jemand schreibt, weil irgendwie, es gucken sich zwar Leute die Videos an, aber irgendwie, wenn ich sage, kommentiert doch mal oder schreibt doch mal was rein, macht das nie einer. Also mal gucken, was passiert. Gut, das dazu. Wir rennen jetzt hier ein bisschen rum. Ich habe schon wieder ganze 5 Minuten hier verquatscht und habe eigentlich schon wieder nur Müll erzählt. Also ich bin fast schon wieder stolz auf mich. Nee, gut. Also wie gesagt, schreibt mir einfach mal rein, was mit meiner Stimmaufnahme ist, ob das besser geworden ist oder nicht. Wenn nicht, muss ich da mir wirklich mal was überlegen. Vielleicht habt ihr auch Tipps. Ich bin da sehr offen. Geht's da vielleicht doch weiter? Komisch. Gut. Ja, back to topic, back to game. Wir müssen den Schinder-Dschungel jetzt finden, weil da der Schinder-Dungeon ist. Ach, hier geht's doch noch weiter, okay. Wo geht's denn hier noch lang? Hier geht's hier noch lang. Ach, das ist ja aber auch mies gemacht hier mit dieser Verwinkelung, ganz ehrlich. Wer kommt denn auf sowas? Fehlerhafter Smaragd, den nehmen wir mit. So. Vielleicht habe ich da draußen noch irgendjemand mit einem absoluten Gehör. Nein, also das wäre natürlich... wäre natürlich ein Träumchen, aber ich glaube, diese Menschen sind doch sehr, sehr selten und noch viel unwahrscheinlicher ist, dass einer von diesen Menschen, die das können oder die dieses absolute Gehör haben, sich gerade meine Videos angucken. So, ein blaues Amulett. Wir haben ja immer noch das Emblem des Blutes hier oben. Das ist ja sehr gut. Giftstärke reduziert um, brauchen wir nicht, aber es bringt Geld, deswegen behalten wir es erstmal. Ich wollte es gerade schon rausschmeißen und dann fiel mir alles so, nee, wow, was seid ihr denn? Ach, die Düsternisse, okay. Die sind gefährlich, weil man übersieht sie sehr leicht, wie man sieht. Man sieht sie erst, wenn sie aus dem Schatten heraustreten. Und dafür schießen sie dann auch schon ihre Blitze. Also eine wirklich tödliche Gefahr. Das große Moor, sehr schön, das geht schon weiter. Im großen Moor ist eigentlich nichts bis auf der Wegpunkt. Dass wir den hier sofort finden, finde ich natürlich geil. Stacheltreffer Dina, da ist wieder ein Sondergegner bei. Stürmklinge. Ich sehe meine Maus gerade nicht so. Da müssen wir etwas vorsichtig sein, weil diese Blitzverzauberung, die... Okay, jetzt haben wir gerade ja den Zusatzbuff aus dem Schrein, aber Blitzverzauberungen sind immer sehr gefährlich, standardmäßig. Das Gefährliche an Blitz ist halt, das habe ich glaube ich schon mal erzählt, die machen manchmal wirklich, wirklich so gut wie keinen Schaden, weil es ja eben von 1 bis ist. Aber der maximale Output des Schadens ist halt sehr hoch. Da war das Level Up, Level 23, sehr schön. Aber jetzt sind wir hier, Wegpunkt großer Moor, aber irgendwie, wo geht's denn hier weiter? Hier geht's weiter. Guter Mana-Tank. So, ich würde mal sagen, mal eben ganz kurz Punkte verteilen, weil wir sind jetzt fast auf Level 24. Und bei Level 24 können wir den Blizzard freischalten, den würde ich dann ganz gerne haben. Dementsprechend hauen wir jetzt diesen Punkt. Könnten wir hier reinhauen, dann hätte ich hier auch Meteor schon bald frei. Meteor will ich aber gar nicht, das wären verschwendete Punkte, weil Meteor nutze ich nicht. Das habe ich. Wisst ihr was, ist gerade meine Hauptattacke, deswegen haue ich nochmal einen Punkt in Feuerball rein. Feuerschaden bis 118, 104. Ja komm, das lohnt sich schon, da hauen wir den Punkt mal rein. Ich hätte ihn auch in Wärme reinpucken können, damit sich unser Mana etwas schneller wieder auflädt. Ja, aber ich hätte gern lieber gerade den Schadensoutput. So, Dille. Vitalität. 171 Leben, 178 Mana. Das wird Zeit, dass wir noch unser Leben noch mal ein bisschen pushen. So, Dille. Sehr gut. Da haben wir die Punkte auch verteilt. Es gibt viele Spieler bei Diablo 2, die sparen sich die Punkte mal auf. So, nee, ich behalte die Punkte lieber. Vielleicht finde ich was Schönes und brauche dann die Punkte. Ich bin dann eher so, nein... Ich gebe die Punkte sofort... Eine E-Drohne, Alter, die nehme ich mit. Ich gebe die Punkte sofort aus, einfach damit ich den Effekt davon, also den positiven Effekt schon nutzen kann. Was bringt es mir, wenn ich vielleicht irgendwann mal was Schönes finde und dann sofort tragen kann, wenn ich vorher schon 500 Mal sterbe? Aber ich liebe es ja als Zauberin, das Jumpen, ne? Das ist so herrlich. Der Widerstand war jetzt redundant, wir haben eh 75% voll. Schlammkreatur. Alter, er hat mich zurückgestoßen, die Sau. Zack, hier rüber.
Ja, mit dem Stream muss ich mal gucken, was ich dann streamen werde oder was man dann so schönes spielen könnte. Dadurch, dass ich halt eben jetzt Konsolen aufnehmen kann, werde ich auf jeden Fall, sobald es rauskommt, beziehungsweise sobald sie rauskommt, mehrere Spiele auf der PlayStation aufnehmen. PS4 habe ich ja, nicht die Pro, die normale, das reicht mir auch. Das heißt, es wird zwar HD, aber kein 4K-Gaming sein, ist mir aber dann noch relativ lax, ganz ehrlich. Ich habe jetzt gerade vor kurzem eine Gamescom-Preview vom Gronkh gesehen, was in 4K war. Ist wirklich eine geile Auflösung, aber ich muss es nicht unbedingt haben. Mir reicht's auch so, ganz ehrlich. Es ist schön, es sieht gut aus, aber warum? Entschuldigung, das ist den Aufwand und vor allem den preislichen Aufwand bei mir nicht wert. Auswand? Habe ich gerade Auswand gesagt? Der Kosten-Nutzen-Faktor ist bei mir einfach nicht gegeben für 4K-Gaming. So, Punkt. Ein Zauber. Was haben wir da schönes? Geschicklichkeit. Was sollen wir denn mit dem Scheiß? Juwel, was kann das? 1-6 Feuerschaden. Und den ganzen Schrott, den wir nicht brauchen, schmeißen wir mal hier rein. Kriegen wir den Zauber, behalte ich erstmal hier, auch wenn wir ihn nicht brauchen oder wollen. Den Effekt können wir trotzdem mitnehmen, bis wir ihn verkauft haben. So, hier geht's weiter. Wir müssen ja immer noch in den Chinder-Dschungel. Ich sagte, wir müssen immer noch in den Chinder-Dschungel. Scheiße, genau reingelaufen, geil. So, er hat hier Leder, Teufel, Magiewiderstand, bla bla. 5 Leben. Aber dafür 90 Verteidigung, 63 Verteidigung. Magiewiderstand, Magieschaden, Giftstärke reduziert im Angriff, erlitt Schaden um. Hier ein Drittel mehr Verteidigung. Nee, komm. Guter Mana-Trank, 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 Heiltrank, los geht's. Ja, Chinder-Jungle, da wollten wir hin. Und da müssen wir ja auch den Wegpunkt finden. Hier gibt es einen Wegpunkt. Und vor allem müssen wir hier. Oh, eine Militärpike. Ist das was Schönes? Auch Schrott, den wir nicht brauchen. So, vor allem müssen wir hier halt eben auch den Chinder-Dungeon finden. Um dort, was war das noch, das Gehirn? Ja, das Gehirn zu kriegen. Stoßzahnhelm, das Barbar, das brauchen wir alles nicht. Was ich ja beim Feuerball so schön finde ist, oh, hallo. Achso, das ist ein extra dabei. Kein Wunder, dass ich so einen drauf kriege. Genau, was ich beim Feuerball so schön finde, wir machen ja einerseits Flächenschaden, wenn er auftrifft. Andererseits halt eben auch sehr direkten Schaden. Also damit kann man wirklich viel, viel anstellen. Oh, Fertigkeit. Sehr schön. Was machen wir jetzt an Schaden? 147, geil. Also hier geht's nur zurück. Also ist hier nichts mehr. Alles klärchen. Also ab dafür wieder hoch. Schreiner Gesundheit nehmen wir natürlich mit. So, also ganz ehrlich, hier die ganzen One-Shots, das ist schon ganz nice. Also One-Hit-Kills, die nehme ich natürlich mit. Die fallen ja wie die Fliegen. Also ich... Ganz ehrlich, das bestätigt mich natürlich auch, vorher noch ein bisschen gelevelt zu haben, weil ansonsten würde ich hier nicht so einfach durchgehen. Validierte Rubin. Nehmen wir natürlich alles mit. Wir nehmen alles mit, was wir mitnehmen können. Ich habe tatsächlich gerade vor kurzem noch gesehen, es gibt auch für Diablo wieder eine Mod, so eine HD-Mod, beziehungsweise eine Auflösungsmod, habe ich auch überlegt, oh, könnte man ja machen. Allerdings hatte ich ja gesagt, ich will nicht modden, was das Gameplay verändert. Deswegen, ich habe halt hier dieses, Mod will ich gar nicht dazu sagen, wo man halt eben einstellen kann mit dem Fenstermodus, dass ich das besser aufnehmen kann. Was mit dem Vollbildmodus und der Aufnahme bei Diablo ist ein bisschen schwierig, hatte ich ja glaube ich schon mal erzählt. Das Schöne ist, man hat eine richtig schöne Auflösung, aber das verändert auch das Gameplay tatsächlich, weil man weiter gucken kann. Man kann früher die Gegner angreifen, weil man sie früher anvisieren kann und das ist halt ein unfairer Vorteil. Man hat halt eine Attack Range, die höher ist als die Aggro Range, sage ich mal, von den Monstern. Und das wäre ein unfairer Spielvorteil und deswegen wollte ich das nicht. Das heißt,
ganz ehrlich, das ist die originale Diablo-Grafik, wie es gewollt war. Ich habe es jetzt schon ins Breitbild ein bisschen gezogen. Ne, normal ist es noch ein bisschen schmaler alles, noch ein bisschen eckiger. Aber ich lasse es so. Ich finde, das ist original, so soll es sein. Und nee, ganz ehrlich, muss wirklich nicht sein, dass man das so verändert und sich dadurch halt immer unfaire Vorteile verschafft. Ist nicht meins. Dann ist das nicht mehr mein Diablo. Ne? Also, um mal die Bundeskanzlerin ein wenig zu zitieren. So, wo geht's hier rein? Wegpunkt oder Chinder Dungeon? Beides wäre mir recht. Da hätte ich auch einen guten Abschluss für die Folge, weil ich sehe schon, wir haben die Viertelstunde wieder voll. Oh, wo geht's hier hin? Wo geht's hier hin? Oh, der Gibbon ist hier. Hier ist etwas, was ich gar nicht noch nicht weiß, was das ist. Was? Und der Chinder Dungeon ist hier natürlich auch. Aber hier müsste doch auch der Gibbon sein. Hallo, hier ist doch das Dorf. Auf der anderen Seite vielleicht? Moment. Und da ist auf jeden Fall der Chinder Dungeon. Da gehen wir gleich dann direkt rein. Also in der nächsten Folge. Und hier? Na komm, geht's hier einfach nur weiter? Ne, hier wollte ich doch sagen, hier ist der Gibbon. Wusste ich's doch. Nicht genug Mana. Mann, stirb. So, ciao. Schuppenpanzer, was kann der denn? Er ist ätherisch und tschüss. So, Mana-Trank rein, los geht's. So, der Gibbon, das ist nämlich die Quest, die wir hier noch nicht haben. Und wenn wir das jetzt nämlich aktivieren, kommt jetzt ein extra Gegner. Da ist er. Und der droppt uns nämlich den Gibbon. Gibbon, wie auch immer. Ich nenne ihn mal Gibbon. Wir müssen das zu Ormus bringen. Und was Ormus dazu sagt... Nee, komm, das machen wir diese Folge noch. Das ist sonst viel. So. Wir gehen zu Ormus. Hat der Captain dazu was zu sagen? Nein. Haben wir was zum Identifizieren? Nein. Ormus! Gut gemacht, edler Held. Ormus gratuliert euch. Die alten Geister der Skatzim werden über euch wachen, weil ihr die heilige Klinge zurückgebracht habt. Nach all den Jahren wird Ormus wieder seine Macht einsetzen, um Unschuldige vor dem Schatten zu beschützen. Der Zauber, der den Hafen schützt, soll wieder erstarken. Ja, wir haben gerade das Dorf gerettet. Sehr schön. Dieser Zauberring nützt mir nichts. Hier, tragt ihn mit Stolz. Also wir kriegen einen Ring von ihm. Kältewiderstand 17, Schaden reduziert um und Giftstärke reduziert um. Nein. Da bleiben wir lieber beim Giftwiderstand, weil der Kältewiderstand ist eh schon hoch. Schaden reduziert um und Kältewiderstand und eben Giftstärke reduziert ist auch ganz nett alles, aber nein. Danke. Danke, aber nein, danke. Dieses Juwel wollen wir nicht, das Amulett wollen wir nicht. Ormus, hier. Ruf mir den Scheiß mal ab hier. So, Heiltrank nehmen wir nochmal mit. Wir zahlen nochmal eben ein hier. Können wir irgendwas verbessern? Ja, können wir. Die können wir verbessern tatsächlich. Zack, zack, nein, zack. So. Den dahin, den können wir noch verbessern. Zack, zack, zack. Da haben wir eine E-Drune nochmal zusätzlich. Da haben wir jetzt drei... Ne, das sind L-Drunen. Warte mal, wo sind denn meine E-Drunen? Da haben wir drei E-Drunen jetzt. Hier haben wir sogar noch eine E-Drune. Zack, die werden zu einer I-Drune. Dann haben wir zwei I-Drunen und noch eine L-Drune. Eine E-Drune. Sodele, das Auge kann hier wieder rein. Mit dem Schild hatte ich ja noch was vor. Damit kann ich hier noch verbessern tatsächlich. Sehr schön. Und die Smaragde kann ich auch verbessern, habe ich gerade gesehen. So, das so. Und den da rein, den da rein, den da rein. Zack, zack. Folge kriegt jetzt schon wieder Überlänge, weil ich hier so langweilige Sachen mache. Geil. Wie war das Überlänge gleich mehr Werbung, die ich schalten darf? Ich schalte ja keine Werbung. Bin ja noch viel zu klein dafür. Ich habe tatsächlich überlegt, ob, wenn ich halt die Grenzen erreicht hätte zu monetarisieren, ob ich das erstmal sogar noch lasse.
Einfach um die Leute nicht abzufacken, dass ich gleich sofort Werbung schalte. Ja, ich denke mal, darauf wird es hinauslaufen. So, wir gehen wieder in den Schinder-Dschungel, stellen uns vor den Eingang. Und wie es dann da drin aussieht, sehen wir dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn es euch nicht gefallen hat, dürft ihr gerne noch ein Dislike da lassen mit der Erklärung, was euch nicht gefallen hat. Wie gesagt, ich wäre echt dankbar für Feedback zur Tonqualität vom Mikrofon jetzt und wie sich meine Stimme anhört. Wie gesagt, vielen, vielen Dank. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!